TV Soaps, die Vorschau Mittwoch, 3. Mai 2023. Charlotte und Simon sind geschockt über den Unfalltod ihres Vaters. Simon frisst die Trauer in sich hinein und schämt sich für die böse Sprachnachricht. Auf dem Anrufbeantworter seines Vaters. Währenddessen ist Charlotte besorgt, weil sie ihre Mutter nicht erreicht. Dann steht Doris Dahlmann vor der Tür. Hannes plant ein ehrenamtliches Nachbarschaftsprojekt. Amelie will Hannes zu einer Kooperation bewegen, denn so ein Projekt wäre gut für die Reputation des Hotels. Doch Hannes durchschaut Amelie und sagt ab. Und Jorik hält ihr vor, Menschen zu ihrem Vorteil zu instrumentalisieren. Erik hat wenig Spaß dabei, für das anstehende Schachspiel mit Werner zu trainieren. Yvonne möchte ihn mit einer Partie Striptease-Schach motivieren, an die er sich dann erinnern soll. Tatsächlich scheint das zu helfen, denn beim Schach sieht Erik immer wieder Yvonne statt Werner vor sich. Doch dann reißt Werners Stimme ihn unsanft aus seiner Träumerei und Erik realisiert, dass er in Gedanken nach Werners Hand gegriffen hat. Gary und Shirin sind sich bei der Planung ihrer Hochzeitsreise uneinig. Während Gary gerne campen würde, möchte Shirin lieber im Hotel absteigen. Doch als sie Garys Enthusiasmus sieht, stimmt sie unter der Bedingung zu, dass neben der Campingausrüstung auch ihr gesamtes Gepäck ins kleine Auto passen muss. Christins Opfer läuft erfolgreich. Eine Versöhnung zwischen Ute und Benedikt steht nun eigentlich nichts mehr im Weg, außer Mathilda und Maya. Theo hilft Paula, ihre Angst vor dem Prozess gegen André in den Griff zu bekommen. Doch eine Kleinigkeit erschüttert ihre Selbstsicherheit zutiefst. Sinas Vertrauen in Bambi ist erschüttert. Dabei ahnt sie nicht, dass der Medikamentendiebstahl noch an anderer Stelle Aufmerksamkeit erregt.